So, Hallöchen, herzlich willkommen zu Final Fantasy 15. Mein Name ist Franconia, aber so Chocobo wäre auch nicht schlecht. So, 2 Kilometer ist es entfernt. Der Prinzenversand zum Galadien Kai begeben. Sollen wir uns, und das werden wir auch machen, weil es ist Stufe 2 und wir sind Stufe 7. Bevor es dann doch zu einfach wird, fahren wir doch los. Was jetzt schon wieder? Hey Ignis! Was Im gibt's Dunkeln Neues? fahren ist gefährlich. Und? Schlafen wir irgendwo? Warum? Na, wir fahren selber. Warte mal, wir fahren selber. Oder selber fahren lassen. Komm, wir lassen Ignis fahren. Es ist zu Was schon? gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Okay, denn wir haben ja schon mal übernachtet und ich möchte mal doch gucken, was passiert, ne? Ach so, jetzt muss ja ich fahren, ne? Okay, dann fahr mal ich. Nacht. Eieiei. Willst du wirklich noch fahren? Es ist Ja. ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Wir Ruh haben du doch. dich nur aus, Ignis. Alter, Benzin wird langsam knapp, ne? Alter, jetzt muss ich erst einmal abchecken, wo wir hin müssen, ne? Fuck, wo müssen wir hin? Ach, Regalia-Menü hier. Müssen tatsächlich hier hin. Alter. Können wir hier markieren? Ich hoffe, das Benzin langt doch jetzt, ne? Ich weiß halt nicht. Komm, weißt was? Wir machen Musik an, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Final Fantasy VII Original Soundtrack. Nice. Ui. Ui. Dann wenden wir mal. Okay. Ja. Fuck, wie kommen wir jetzt darüber? Hier entlang, ne? Jetzt sind wir richtig, meine Güte. Genau, Nun 2 Kilometer. Rechtshaltung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Duna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. Naja, hallo, das ist Sandkastenliebe, ne? Ich glaube schon, dass da Gefühle drin sind. Aber schau mal her, die lernen Bremspacken. Entschuldigung, habt ihr gesehen, wo ich gerade eine Vollbremsung gemacht habe? Alter, wie es die nach vorne gehauen hat, als entschuldige. Ach, das hat so witzig ausgeschaut jetzt, ey. Ich wollte ja nicht lachen, beziehungsweise konnte ich nicht lachen, weil wir ja hier. Ach, Eos-Erbse, ich habe gelesen, Boss-Erbse. Okay, das ist eine Straßenlaterne. Habt ihr gesehen, wie es die nach vorne gehauen hat? Eieiei. Ah, sehr, sehr cool. Okay, manuelles Linie. Fahren. So, los geht's. So, wir drehen um und geben nochmal richtig ordentlich Gas. Wir kommen jetzt zu einem neues Gebiet, so wie es aussieht. Und zum Galdin Kai. Kai ist ja nicht schlecht, dann können wir vielleicht auch mal ein wenig fischen gehen. Das ist cool. Ich habe mal auf der PlayStation 1 hatte ich mal so ein Fischerspiel, so ein Sportfischspiel. Ich hab das gar nicht gekonnt, ne? Gut, da war ich auch noch wahnsinnig. Fundstelle! Raus Warte mit mal, euch! da möchte ich doch auch Alles noch mal klar. gerne aussteigen.
Die Fundstelle möchte ich mir doch nicht entgehen lassen. So, ich habe dann auch die Musik angemacht, dass wir es auch besser hören. So, Alter. Alter! Ich bloß nicht. Lass mich verarschen. Wo kommt denn der her? Um diesen Schwertschwinger kümmere ich mich. Immer. Nicht zurückdrängen lassen. Schon gut. Alter, ich bin tot, ne? Fuck! Ja klar, die hat um den Schwertschwinger kümmere ich mich. Boah, in der Nacht ist es, glaube ich, doch nicht. Letzten Spielstand laden, wo war der? Alter, in der Nacht ist, glaube ich, den hatten wir ja schon in der ersten Folge, ne? Ah, ich finde die hübsch. Ich mag deren ihre Haare irgendwie so, keine Ahnung. Die schauen so echt aus, ne? Voll cool. So, die Verlobte von Noctis stammt aus dem imperialen Provinz Tenebrae. Man weiß es nicht. Luna Freya. Luna, es gab doch auch eine Luna Final Fantasy 10, glaube ich, ne? Da gab es doch auch eine, die hieß Luna. Oder Yuna. Aber Luna kommt mir auch irgendwie bekannt für irgendeinen Teil. Hieß doch auch Luna, oder? Ein Ding von Final Fantasy. Ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich nur den 10. Teil gespielt. So richtig durch und intensiv. Aber ich habe begonnen, mir ein Let's Play von... Also Final Fantasy 7 habe ich mir angeguckt als Let's Play. Aber ja. Kann ich persönlich nicht verstehen, warum alle sagen, dass das der beste Teil ist. Weil, ja... Es war jetzt nichts Weltbewegendes, auch nicht von der Geschichte her. Das ist jetzt so hammergeil, weil also es war schon eine gute Geschichte, ne? So ist es nicht, aber... Ah, Entschuldigung, ich trinke gerade meinen Schokocino hier. Aber es war jetzt auch nicht... Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Schlafen wir irgendwo. Aber. Es ist zu gefährlich. Ich kann dir zwar nichts verbieten, aber überleg es dir gut. Was? Wir probieren es jetzt nochmal. Wenn wir wieder eine aufs Maul kriegen, dann hör mal auf. Ich habe aber auch gehört, dass Nacht. Es... Willst was? Du wirklich noch fahren? Ja. Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Raus mit euch. Nein. Ich depp. Ah, Licht. Da fühle ich mich irgendwie gleich sicherer. Spinnst jetzt. Ja. Bei Licht müssen wir wenigstens keine sicher fürchten. Keine was? Waren das sicher? Alter, ne. Da haben wir richtig eine aufs Maul gekriegt. Jesus, na. So, jetzt sind wir natürlich mal wieder ordentlich falsch. Wir probieren es jetzt noch einmal, ob das vielleicht so klappt. Und wenn nicht, dann Ding, wir machen mal Musik an. Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Dass Lucis und Niflheim sich auf Frieden verständigen konnten, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lucis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanagi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebete werden nicht verklingen. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nacht. Sorry, dass ich unterbreche. Was denn? Etwa schüchtern? Schwör ab. So. Ja, arrangierte Ehen, ja. Ist halt in manchen Kulturen, sag ich mal. Ist sowas üblich, aber ja. Ah!
Was fuck. Ist hier ab? Keine Was Chance, Freunde. Auf der Straße? Was? Echt jetzt? Eins weiß ich. Wir steigen besser nicht aus. Machen wir, dass wir wegkommen. Ich habe ein mieses Gefühl. Ich auch. So, Noctis ist das Reisegefährt, wenn dein Ziel weit entfernt ist. Sollst du dir eine Unterkunft suchen und bis zum Morgen warten. Karte zur letzten Unterkunft. Weißt du was? Das ist Arsch, so weit weg, du ey. Wir schauen mal, ob wir zum Regalia kommen. Alter. Das ist das Königreich Lucis. Das ist die Heimat. Jetzt wird's interessant. Konzentration. Okay, hier können wir nichts machen. Wir gehen auch mal raus hier. Dann gehen wir halt nochmal rein auf die Karte. Es ist doof, ne, dass ich hier zur letzten Unterkunft. Dass ich nicht hier hinkommen kann. Ich will eigentlich hier nicht zur letzten Unterkunft, ne? Hier ist eine Fundstelle. Nein. Das steht halt mitten in der Bamba drin jetzt, ne? Da mitten im Weg. Ich finde es schade, dass wir jetzt hier nicht. Okay, wir müssen hier hin, Freunde. Sorry, tut mir leid. Ah, Zauber ausrüsten. Die Waffen müssen auch Zauber ausgerüstet werden. Ihre Anwendungszahl ist begrenzt, aber sie sind mächtig. Da heißt, ich empfehle immer mindestens einen Zauber einsatzbereit zu haben. Okay, gegen die Bombe hätte ich vielleicht das Eis nehmen können. Ne? Das hätte Wunder gewirkt, ne? Aber ja, gegen das Große. Ich habe gehört, so erst ab Stufe 30 oder so lohnt sich's gegen den zu kämpfen. Wir sind Stufe 7. Wo wir noch recht nah am Ding sind. Also wir werden sehr schnell hochgelevelt hier, wirklich. Wenn ich auch nur so viel FP immer bekommen würde. So. 3 Kilometer. Ich krieg Kinder. Ich krieg Kinder, hat er gemeint. So, wir... Ich schau mal, wo wir jetzt hier am nächsten sind. Wo ist denn der Regalia? Da ernst? Der steht tatsächlich da drüben. Was kostet das, Regalia abschleppen lassen? 100 Gil. Ja, komm, Freunde. Was soll der Geiz? Was ist jetzt? Aufgaben sind im Haupt- und Nebenaufgaben unterteilt. Die Erledigung von Hauptaufgaben führt die Geschichte fort. Lege im Menü eine Aufgabe als aktuelle Aufgabe fest, damit richtungsweisende Wegmarkierungen auf deiner Navi-Karte erscheinen. Mein Freund. Sehr schön. Dann, ja, es bringt aktuell leider nichts, dass wir hier was machen. Deswegen kleiner Speichervorgang und dann werden wir hier mal pennen nochmal. So, wir übernachten mal. Ja, 30 Gil, okay. Nockt, heute mache ich dich fertig. Meinst du, King's Knight? Herausforderung angenommen. Da bin ich auch dabei, Jungs. Ah, cool, die zocken. Ist das cool? So, entschuldige, ich habe wieder was getrunken gerade. Ba, ba, da, ba, ba, ba. Yo! Oh, Stufe 9, ey! Alter, Gladiolus, ne? 903 hat der LP. FP, ne? FP haben wir erst Ding, Alter. Ich krieg das auch nicht auf die Reihe. Angeln, Alter, wir werden angeln, ey. Ohne Witz. So. Wir nehmen den Typen mit, weil wir für ihn auch noch einige Hundeketten sind es ja. Hundemarken. Hundeketten. Boah, das sieht geil aus. Alter, sieht das geil aus. Geil, geil, geil. Ich glaube, sowas werde ich mir auch mal hochladen, aber dann privat auf Twitter, weil das doch ziemlich geil aussieht.
So, mehr haben wir nicht. Sehr schön. Oh, jetzt juckt es mich schon wieder am Haxen. Entschuldige. Naja, ja. Speichervorgang. Jo, es ist Tag. So, Edzardler Regalia. Wir fahren mit dem Regalia mal rüber. Morgen. Morgen. Was morgen? Servus, morgen. So, Edzardler, automatisches Fahren, oder? Karte, wir nehmen mal Karte. Ich hätte halt gern manuelles Fahren gehabt, ne? Okay, dann machen wir erstmal eine kleine Fahrt hier hin. Ja, möchte nur hinlegen. Neuer Tag, neues Glück. Jo. Ja. Auf geht's. Wie gefällt euch übrigens mein Auto? So, die Innenausrichtung ist jetzt ein wenig heller innen. Oh, cool, die Haare flattern so ein bisschen. Siehst du das beim Gladiolus und bei den anderen alle? So, ich mach mal Musik an, wenn die wieder anfangen zu labern. Wo fährt der hin? Wie geil, Jungs. Das sieht doch nicht schlecht aus, ne? Ist eigentlich für jedes Mädchen irgendwie etwas dabei, kann das sein? So, als weißt du, so wie bei Boybands, da ist ja einmal für jedes Mädchen, für jede Jugendliche. Für jede junge Frau ist ja immer so ein Typ dabei, wo auf diese stehen, ne? Wie gesagt, so der Blonde, das ist eher so der Nick Carter. Oder ist der Aaron Carter? Ich weiß gar nicht, dann gibt es so den schwarzhaarigen Jungen, dann gibt es den muskulösen. Dann gibt es noch hier diesen intelligentigen, ja. Vor allem intelligentigen. Den intelligenten Wonneproppen hier. Ah, ist der schön. Hui, so Ortschaft, Langwide. Ach stimmt, wir mussten ja weiterfahren. Ich bin jetzt gerade voll erschrocken, weil die Musik so... Aber das ist ja der Soundtrack vom 7. Teil von Final Fantasy 7. Ah, Bombing Mission. Ignis, Mann. Tut mir leid. Ignis, halt mal an. Verstanden. Wir möchten dem helfen, eben weil ich es kann. Eben weil ich es kann. Bewegung. Wir haben ja so ein Pannenset, so ein Pannenkit. Dem würde ich doch jetzt gerne helfen, den Kollegen. Bekommen wir immer wieder ein bisschen was. Hey, servus. Was soll ich nur machen? Ich kann das Auto doch nicht hier lassen. So, wird Pannenset benötigt. Sehr schön. Unterbrochene Fahrt. Dem Fahrer ein Pannenset bringen. Jo, aber die, schau mal her. Ey, der ist auch schon voll verrostet, ne? Aber die haben immer hier drinnen eine Panne. Wo fahren die rum? Fort auf der Straße, ihr Treppen. Deppen. Ein Glück, kann ich wieder fahren. Das steht in 5 Wochen an, oder? So, gib 300 Punkte tatsächlich fürs Nix-Tun. Und 500 Geld, wenn du denkst, ein Kit kostet 400. Ein Kit kostet 100. Dann sind wir auch recht gut bedient, muss ich sagen. Dann ist es ein guter Reingewinn, ne? Automatisches Fahren fortsetzen, jo. Wir haben so viel gemeinsam, aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Pronto ist schon wieder am Tag träumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Jo, so, jetzt sind wir ja gleich da. An der ersten Markierung. Was mache ich denn jetzt? Wir sind doch hier noch gar nicht richtig, oder? Doch, da ist ja eine Markierung, ne? Oh Mann, ich depp. Okay, entschuldige. Ja, es ist noch nicht. Ja, was? Oh,
Haben wir jetzt alles? Gelbsteinsplitter? Ja, wir haben alles. Noctis, wir können die Fahrt fortführen. Ich finde ja die lilanen Bremsbacken, ne? Das sieht schon richtig cool aus, muss ich sagen. So Karte, wenn ich jetzt A wüsste, ne? Ja, komm, dann fahren wir mal. Fahren wir an die Tankstelle hin. So, den Cursor könnten wir eigentlich wegtun. Regalia, ja, wir wollten ja hier hin. Ja, möchten wir. Seid ihr soweit? Okay, los geht's. Jo, packen wir's. Ich bremse, falls ich was sehe, links oder rechts. Aber ich muss sagen, ich bin immer so der Typ, wo gerne mal alles erkundet. Aber das hat schon was mit dem Auto, ne? Auch wenn das doch sehr, sehr eingeschränkt ist, muss ich sagen. Nein! Halt mal an! Verstanden. Alter, viel zu weit. Da wären wir also. Viel zu weit, entschuldige, ich möchte es aber doch gerne mitnehmen. Denn wer weiß, was wir hier bekommen. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Gegner. Jetzt kommt nicht der Riesentyp daher. So, was haben wir denn hier bekommen? Final-Elixier, Sixtus. Diese Teile werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Öfter als uns vielleicht lieb ist. So, Leute. Wir setzen die Reise fort. Jo, automatisches Fortfahren. Lass fortsetzen. Nichts liegen. Okay. So, los geht's. So, wir sind ja auch nicht mehr weit entfernt eigentlich. Aber danken werden wir halt müssen, ne? Ignis, halt mal an. Verstanden. Hier können wir einen Speicherpunkt setzen, Freunde. Hier ist nämlich ein... So, Lagerstelle. Wir haben was gefunden. Wir machen mal die Magie. Und zwar Eis. Links 3 wegwerfen, okay. Ja. Dafür hauen wir das jetzt volle Bulle. Ne, den Blitz hauen wir auch mal weg. Und hauen dafür den volle Pulle. So, den machen wir volle Pulle, weil wir können ja laden. Alter, Kraft 99 ausrüsten. Nein, Noctis. Feuer, nice. So, dann haben wir ja noch eins. Dann haben wir nämlich noch den Kollegen. Den machen wir auch noch mal volle Pulle. Ein Blitzzauber. Ja, ich habe das noch nicht so richtig draußen. Aber dann hier auch noch mal volle Pulle mit Kraft 99. Wir rüsten uns aber damit aus. Sehr nice. Dann haben wir Blitz. Oder? Müsste passen, ne? Cool, dann können wir nämlich jetzt wieder auf volle... Ja, okay, volle Pulle aufladen können wir jetzt hier auch nicht, aber... Na, ihr wisst schon. Gehen wir nochmal hier nach unten. Hui! Ich finde es cool, dass man da immer wieder aufs Neue... Ja, nur 35, aber, ne? Kennst dich aus. Kennst dich aus. Wir werden dann auch hier mal schnell was kochen. Was Leckeres. Und den Rest werden wir dann zu Fuß laufen. Um doch noch, wenn es geht, ein bisschen zu leveln. Hier absorbieren wir auch noch ein wenig. Ebenfalls 35. Und hier. Jo, da haben wir doch fast alles. Sehr schön, neuer Speicherpunkt. Jo. Wir
Zelten. Oder komm, wir machen mal kurz kleines Training hier. Mal schauen, wie das so aussieht, so an dem Lager. Schwierigkeitsgrad wählen, Kampfgrundlagen, Stufe 5. Mehr kann ich ja nicht wählen. Jetzt leg ich los. Übernimm dich bloß nicht. Selber. Alter! 5 FP erhalten, Alter. Wir machen das nochmal kurz, Alter. Alter. Nice. Okay, Technik, eine Katastrophe. Aber wir beenden es mal. Aber sehr, sehr cool. Aber wir haben heute nicht viel gemacht, ne? Wir haben heute nicht viel gemacht, deswegen machen wir auch hier eine Pause. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also. Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Na, viel haben wir echt nicht geschafft. Boah, Junge. Also in der Nacht können wir noch nicht so. 0 Tage vergangen, S, C und S. Ah, was haben wir denn Leckeres? Oh, das liebt der Gladiolus. Komm, dann machen wir mal das hier. Yum, yum. Mmh, yum, yum. Was ist das? Das sieht so aus wie, ne? Irgendwie so, keine Ahnung. Ja, aber es sieht cool aus. So, 87 FP haben wir. Ja, wird langsam, wir sind schon langsam Stufe 10. Ignis legt hier richtig los. Ach, Noctis, Alter. Immer noch 0. Okay, wir haben hier, ja, mit dem Handy, komm, das nehmen wir mit. Das Foto lassen wir speichern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen zu Final Fantasy 15. Heute nicht viel erlebt, wir haben es versucht in der Nacht dahin zu reisen. Hat nicht ganz geklappt. Wir hatten echt Glück, dass dein Vater uns den Regalia gegeben hat. Ja, besonders wenn ich an die lange Strecke denke. An Komfort und Platzangebot ist dieser Wagen nicht zu schlagen. Also, mir wäre ein normales Auto lieber gewesen. Wieso? Na, dieses hier ist nicht gerade unauffällig. Ah, Angst vor Fans. Vollkommen unbegründet. So rar, wie Noct sich bislang gemacht hat. Ja, da ist selbst sein Friseur bekannter. Immer auf die armen Prinzen. Fuck, jetzt habe ich es nicht gelesen, ne, weil ich die ausreden lassen wollte. Irgendwas mit Leibgerichte. Ich werde es mir jetzt sowieso gleich mal anschauen, wenn ich hier dieses Video rendere nach dieser Folge. Und ja, bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, sorry, heute doch nicht so viel. Wir haben es versucht, in der Nacht zu reisen. Hat aber nicht ganz geklappt. Dafür sind wir noch leider zu schwach. In diesem Sinne trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen. Dann laufen wir die restlichen paar hundert Meter, um genau zu sein 946 Meter, laufen wir noch darüber. Und ja, werden wir da noch ein bisschen was erlernen. Hoffentlich ein paar FP bekommen. Und ja, in diesem Sinne danke fürs Zuschauen. Und bis morgen. Servus, euer Franconia. Und Noctis, Prompto, Ignis und Gladiolus. Macht's gut. Und natürlich Regalia da hinten irgendwo. Klingt irgendwie wie Ikea irgendwie. Man weiß es nicht. Macht's gut. Servus. Ciao.